Oh, jetzt haben Sie mich erwischt. Ich lege gerade die letzte Feile an mein Werk oder gebe ihm den letzten Schliff. Es heißt pünktlich wie die Maurer, es geht um Handwerksredensarten. Schon vor 2000 Jahren sagte man, die letzte Feile anlegen. Warum, erfahren Sie im Buch. Wenn jemandem die Sicherung durchgebrannt ist, dann stand er wohl zu sehr unter Strom und dann kam es zu einer Kurzschlusshandlung. Dann ist es gut zu wissen, was Phase ist, damit es keinen Blackout gibt. Das sind lauter Handwerksredensarten, und zwar aus dem Elektrohandwerk. Warum frisiert man eigentlich einen Motor? Das macht man doch sonst mit Bilanzen. Warum das so ist, erfahren Sie in Pünktlich wie die Maurer. 350 Redensarten aus 36 Handwerkssparten. Das ist der Hammer. Natürlich wird auch erklärt, warum man nicht alles über einen Leisten schlagen soll. Pünktlich wie die Maurer.